4. Powered by Source. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Diesmal mit Portal 2. Ich weiß nicht, ob ich zu laut oder zu leise bin. Ich glaube, das wird so passen, weil sonst ist die komplette Aufnahme am Arsch. Und ich denke mal, wir fangen hier gleich schon mal an mit dem Singleplayer. Und einem Ladebildschirm. Wie eigentlich bei jedem Spiel. Logischerweise. Ui. Ach, das jetzt endlich mal. Guten Morgen. Ihr Überstand 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Ui, sehr schön. Aha, Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Hallo? Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst du... Nein? What the fuck bin ich für ein fetter Sack gewesen? Das wäre ziemlich dringend. Nun mach schon die Tür auf! Das ist so aggressiv. Hallo, mein Freund. Mach doch mal die Tür auf. Ja, gleich. Moment. Ich schaue hier noch fern. Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Nee, ja. Grüß Gott, ah, hallo. Furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Festhalten, festhalten. Irgendwo, irgendwo. Oh Gott, oh Gott. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Ja. Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Ja, Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Wow, wow. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Hilfe. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng.
Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Oh mein Gott. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Matschbirne? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Du bist eine Matschbirne. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen tot und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Below, Junge. Wow. Steht below, runter. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Gut. Dann... Oh, klar, okay, Jim. Los geht's. Geht's? Wow, dann geht's hier eigentlich. Viel Glück. Los. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Und aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Und hallo, altbekannte Gegend. Diese Kammer kennen wir ja schon aus dem anderen Portalteil. Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Deswegen sollten... Die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Deswegen sollten uns die ersten Kammern eigentlich... Achten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Deswegen kommen uns die ersten Kammern eigentlich recht bekannt vor und sollten eigentlich, glaube ich... leicht zu lösen sein. Ich lasse mich gut ablenken, merke ich schon hier. Aperture! Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Während er das gesagt hat, habe ich zufällig was getrunken, genau in dem Moment. Nummer 1, ja. Ah, im Gegensatz zum alten hat man hier Knöpfe zum Auslösen statt einem automatischen Türchen, Portal halt. Und kann dann... Übrigens schauen die irgendwie cooler aus, die beim anderen... Ich hoffe, es ruckelt nicht. Weil wenn schon, dann haben wir ein Problem. Dann wird die Aufnahme halt nicht ganz so schön. Oder ich muss die Einstellungen... Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Umenden. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Okay. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Wiederaufbau der Zivilisation.
Streiten die sich auf den Dritten Weltkrieg vor, oder was? Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Ja, ich muss eigentlich noch dazu sagen, fällt mir gerade so ein. Ich spiele das ja nicht blind, das habe ich auch schon über 80, 90 Stunden gespielt. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Hallo. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Ja. Oh! Au! Oh. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Ja. Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ja. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Hier sieht man die Wissenschaftler von Aperture Science, wie sie hier Gladys gebaut haben und danach, wie sie vergiftet worden sind, wie man ja im ersten Teil weiß. Von mit diesem Neurotoxin. Und da ist Kuchen. Ja, und ich gehe jetzt mal hier hoch. Übrigens gefällt mir die Musik hier im zweiten total. Es gab ja auch kostenlosen Portal 2 Soundtrack zum Download irgendwann mal irgendwo. Einige Notfalltests erfordern ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ach, da bin ich ja beruhigt. Müll, Müll, Müll! Noch? Jetzt. Ja, er fährt irgendwie ganz schön lang. Sollte nicht irgendwie ein Ladebildschirm oder so mal kommen? Ah, ja. Komisch. So. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Oh. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. Ja. In 3, 2, 1. Hui. Das ist im ersten Teil, glaube ich, auch nicht so, dass hier die Portale angezeigt werden, wo die sind. Recht praktisch. Und das ist einer von den neuen... Neue Grills? Ja, das ist ein neuer Grill. In dem alten sind es doch so Streifen. Ich glaube... Huch. Ah. Soweit ich weiß, irgendwo in einem von den späteren Leveln wird, glaube ich, einmal kurzzeitig einer von diesen alten Grill verwendet. Moment. Ah, ich brauche da ja hier. Dummheit. Gute Arbeit. Danke. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unbedingt Lob. Aua. Ja, da kommt man nicht durch. Oder kommt man... Ah, doch, hä? Geht's da hoch? Ui, Unreason. Irgendwelche mathematischen Formeln. Und eine Katze über einem blauen Mond. Nochmal eine Katze. Ein Würfel, nochmal... Ein Katzenwürfel.